Sie sind die, die da sind, wenn es nicht mehr geht. Die das Leben und Wohlergehen anderer zu ihrer Berufung erklärt haben. Sie wissen bereits, was viele von uns verdrängen. In jedem Leben gibt es mal den Punkt, wo die Kräfte nicht mehr reichen. An dem Schonung das Einzige ist, was Linderung verschafft. Für fast alle von uns gilt, es gibt Momente in unserem Leben, wo wir Pflege brauchen. Wo wir die Kraft und Energie eines anderen Menschen brauchen, der uns wieder aufhilft. Die harte Arbeit der Pflegenden kennt viele Formen und viele Orte. Sie ist komplex, vielfältig und hat einen schnellen Takt. Sie kostet Nerven und Schweiß. Es braucht sie am Tag und in der Nacht. Doch das Personal ist knapp und Zeit ist noch knapper. Vielerorts wird Übermenschliches geleistet. Ohne sie wären wir hilflos. In all diesen Momenten, in denen unsere Kraft mal nicht reicht. Doch was, wenn ihnen die Luft ausgeht? Was, wenn die Zeit zur Pflege fehlt, die Kraft nicht reicht, um sie anderen zu geben? Dann hilft nur noch kämpfen. Kämpfen für eine bessere Pflege, gemeinsam. Denn egal, ob wir Pflege geben, Pflege brauchen oder uns im Falle des Falles Hilfe erhoffen, dieser Kampf ist ein Kampf für alle, für Menschlichkeit, für menschenwürdige Pflege im Alter, für die richtige Hilfe in vielen Lebenslagen und die besten Bedingungen zur Heilung. Wir können nicht länger warten und wir ziehen an einem Strang. Beschäftigte, Betroffene, Bürgerinnen und Aktivistinnen. In Zukunft werden wir den Druck massiv erhöhen.